Mittwochshandel und auch heute wieder hallo und herzlich willkommen zum nächsten Technical Trading, das ich in Kooperation mit Arriva präsentiere. Mein Name ist René Wolfram von realmoneytrader.com und wir sind heute im Bereich der Energierohstoffe, genau genommen bei WTI Crude Oil und haben hier eine Short-Chance, der wir uns widmen wollen. Allerdings natürlich nicht ohne vorher auf die rechtlichen Hinweise geachtet zu haben, die auch heute wieder gelten. Ja, WTI auf der Short-Seite ist heute hier Thema. Wir sehen den saisonalen Chart mit verschiedenen Betrachtungsperioden. Rote Linie 5-Jahres-Saisonalität, grüne Linie 15 Jahre und gelbe Linie 30-Jahres-Durchschnitt. Die blaue Linie zeigt den tatsächlichen Verlauf von Rohöl in den letzten, bald 12 Monaten. Und was wir hier sehen können, ist ein bisschen unübersichtlich dadurch, dass man hier so viele Linien hat, aber dadurch haben wir natürlich auch einen besseren Blick. Also hier am rechten Bildrand geht's los. Da sehen wir, dass die Linien typischerweise so ab Mitte November nochmal abfallen nach unten, sprich also die Saisonalität ist abwärts gerichtet und jetzt müssen wir hier links an den Bildrand wechseln. Da geht's nämlich dann weiter. Und da sehen wir, dass es bis hierhin, also so bis in etwa 20. Dezember, 20., 21. Dezember, bis dahin neigt Rohöl typischerweise zur Schwäche. Das heißt also, in diesem Zeitfenster wird die Short-Seite auch weiterhin gespielt. Das ist schon seit einigen Monaten so und wird jetzt auch weiter kultiviert. Und dann erst wird auf die Long-Seite gewechselt. Wir schauen uns an, mit welchem Produkt das Ganze erfolgt. Das Ganze wird mit einem Turbo Bear Open End von der City umgesetzt. Die WKN lautet KG 7E2T. KG 7E2T. Einstieg Market, Stop Loss 3 Euro und der Exit zeitbasiert so Mitte Dezember, spätestens 20. Dezember ist hier der Ausstieg vorzunehmen. Das war's für heute. Ich wünsche allen einen spannenden und erfolgreichen Handelstag und verabschiede mich bis zum nächsten Technical Trading. Ciao.